Okay. We had a little time to discuss some of the very issues that comes up with refugee self-organization. Wir haben kurz über einige der zentralen Probleme und Aspekte diskutiert im Zusammenhang mit der Selbstorganisation Geflüchteter. We talked about the aim of refugee self-organization. What does it mean to have a self-organization from refugees? Wir haben über die Ziele der Selbstorganisation Geflüchteter gesprochen. Was bedeutet es, eine Selbstorganisation Geflüchteter zu haben? And how do they try to reach these aims and what are the challenges that are there when you are organizing as a self-organization for refugees? Wie sie versuchen, diese Ziele zu erreichen und welche besonderen Herausforderungen es gibt, in dem Versuch, Selbstorganisation Geflüchteter aufzubauen. One of the things that many of us didn't recognize is that is, or what is not often talked about is the fact that refugees had to organize from the very beginning based on their present experiences, where they are living, how they are living, and how they, what they want to change under that circumstance. Einer der wichtigen und auch sonst wenig diskutierten Punkte ist, dass Geflüchtete sich ja schon sehr grundsätzlich organisieren müssen, ausgehend von ihren konkreten Lebensumständen und der Überlegung, was sie daran jetzt verändern wollen. And of course, this comes with the challenges. What are the challenges that they then face when they try to self-organize? There are things that happen as a result of self-organizing. For example, if you were organizing as a refugee, you are criticizing the government or the state for the particular situation you are living. You could be sent to a different camp, which is more remote and stuff like that. Und dann gibt es die Herausforderungen, die sich Ihnen präsentieren, wenn Sie versuchen, sich zu organisieren und Ihre Interessen durchzusetzen. Zum Beispiel, wenn sich Geflüchtete organisieren und die Regierung kritisieren für die konkreten Bedingungen ihrer Unterbringung, riskieren sie, dass sie beispielsweise in ein anderes Lager geschickt werden, das noch weiter entfernt von anderen gesellschaftlichen Kräften ist. The other thing is, others have been in a situation where they are even deported. So these are some of the challenges that you face when you are trying to have refugee self-organization. Oder andere riskieren sogar ihre Abschiebung. Das sind eben einige der, ja, Risiken und Herausforderungen in der Selbstorganisation. Of course, we talked about the language problem. We talked about raising money and all that, all those other organizational things that come with the normal challenges as well. Wir haben natürlich auch über die Sprachprobleme gesprochen, über die Frage, wie man Geld organisieren kann und eben all diese zusätzlichen Probleme, die sich jenseits der ganz normalen Herausforderungen des Organisierens politischen Arbeitens ergeben. But primarily, one of the things we recognized in the course of this discussion was that the German asylum system is like this, that refugees or asylum seekers are supposed to be cut away from the society, they are supposed to be isolated. Und einer der zentralen Punkte, einer Erfahrung, die Geflüchtete gemacht haben, ist, dass das deutsche Asylsystem so ausgerichtet ist, dass Asylbewerberinnen von der Gesellschaft getrennt werden, oft sehr isoliert in Lagern untergebracht wurden. Therefore, the aim of self-organizing is to make sure that you are breaking this isolation. You are trying to organize yourself to be part of this society, so to speak. Und deswegen ist eben eine der Ziele der Selbstorganisation, aus dieser Isolation herauszukommen, sich eben zu organisieren und deutlich zu machen, dass man Teil dieser Gesellschaft ist. And then comes the issue of how do you do this? What happens then? How do you organize yourself in the midst of the problems that you face? And we recognize that different things are needed. For under the current situation, different things are needed to help create that platform through which refugees can speak for themselves and talk about the issues that they face. Und daraus ergibt sich die Herausforderung, wie kriegt man das konkret hin, so eine Organisation aufzubauen. Wir haben darüber geredet, dass verschiedene Dinge benötigt werden, um so eine Plattform zu schaffen, in der Geflüchtete sich treffen und ihre Belange und mögliche Aktionen diskutieren können. In this workshop, we recognize the need to find a room or a place where refugees can regularly meet, where they can discuss among themselves, talk about their problems and present their issues. Und wir haben im Workshop gesagt, es gibt die Notwendigkeit, einen Raum zu finden, einen Ort, wo Geflüchtete sich regelmäßig treffen, über ihre Probleme diskutieren und ja, solche Punkte aufbringen können. And then we need to get
a number of people who are going to help organize this in terms of how many hours or time you are opening a week or month or whatever it is. We still have to find a way to create a kind of a schedule that is possible for different people to be able to assist and support in organizing from behind, so to speak. Und dann bräuchte man eine Anzahl an Leuten, abhängig davon, wie viel Zeit man einen solchen Raum öffnen wollte, die das unterstützen, die erstmal die Infrastruktur des Raums unterstützen und eben auch weiter Unterstützung bei der Organisierung anbieten. Of course, one important aspect of this is the perspective you take in terms of supporting or helping refugees to organize themselves. Or are you there to support these refugees in terms of showing solidarity? Are you fighting with them for justice, or you are just there to help them to stabilize the system so that yeah they continue to live the way they live, or what is it? Oder geht es euch darum, mit den Geflüchteten Solidarität zu zeigen, darum da zu sein und mit ihnen gemeinsam für Gerechtigkeit zu kämpfen? Oder geht es eben darum, nur das System zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass alles so weitergehen kann und sie so weiterleben können wie bisher? So for us, self-organization of refugees is at the basis of this interplay of support. What we want is not people who want to say we want to help these poor people, we want to help get them what they need and stuff like that. We want people who want to fight with us, who want to stay in the cause of justice with us. That is the aim that refugee self-organization attempts to meet. Und die Selbstorganisation Geflüchteter ist die Grundlage für eine solche Interaktion, für solchen Austausch, dass wir eben nicht nur Leute wollen, die sagen, wir wollen den Geflüchteten helfen, dass sie die Dinge kriegen, die sie brauchen, sondern sich wirklich in einen gemeinsamen Kampf begeben für Gerechtigkeit. At the end, we are not saying that it's not important to help. Of course, it's important to help. We are saying that this help is only the beginning. Whereas many other people see it as if they've done so much, they are feeling good about themselves. The discussion needs to go beyond this. And self-organized refugee organization help to bring this discussion to that level. On what point are you supporting us? Are you showing solidarity or not? Und natürlich wollen wir nicht sagen, dass es nicht wichtig ist zu helfen. Es ist wichtig zu helfen, aber das kann nur der erste Schritt sein, während viele vielleicht denken, sie haben schon so viel getan, jetzt können sie sich damit gut fühlen. Es ist uns wichtiger, eben darüber hinaus zu gehen. Und die Selbstorganisation Geflüchteter ist eben genau etwas, was uns ermöglicht, darüber hinaus zu gehen. Okay, I will stop there and I would like us to think about these things that we think is that are necessary for us to kind of have that platform here in Bremen, because the potential is there for us to really do a lot on this level in Bremen, but at the moment the vacuum is also there that we are not using it, we are not filling that vacuum. So this is a question for us to ponder over. Thank you. Ja, ich erinnere damit und mit diesen Punkten hier, die wir gesagt hatten, was es bräuchte, um in Bremen seine konkrete Selbstorganisationsplattform zu ermöglichen. Es gibt da ein ganz großes Potenzial für, aber es gibt momentan noch ein Vakuum, weil dieses Potenzial eben nicht genutzt wird. Und die Frage, ob und wie wir sowas unterstützend ermöglichen könnten, ist jetzt eine Frage, über die wir nachdenken sollten.